Imani, was machen wir heute? Mama pinkeln. Mama schminken. Wow. Womit fangen wir an? Das. Was ist das? Gelb. Simple, simple. Imani, bist du farbenblind? Ja. Imani, das ist pink. Pink. Aber Imani, doch nicht mit dem Finger. Du musst deine Pinsel benutzen. Du musst professionell sein. Ja, ja. Maybe today. Das ist ein Tipps. Oh no! Imani, Lippenstift. Wo sind denn die Lippen? Und dann machen wir. Duck, gelb. Das ist gelb. Fertig? Noch nicht fertig. Wow. Picasso. Picasso? Tada! Fertig! Du siehst mit allen Pinseln. Das ist das fertige Ergebnis. Bist du zufrieden? Nada, was hat sie mit mir angestellt? Luisa, du siehst aus wie ein Clown. Was? Ich meine, du siehst wunderschön aus. Wie eine Prinzessin. Kannst du den Leuten sagen, wo wir jetzt hingehen? Endpoint. Wir fahren jetzt zum Sport. Ich trainiere seit dieser Woche mit einer Personal Trainerin. Mit Imani auch. Ja, und Imani kommt auch mit. Wir sind jetzt da und wir fangen jetzt an. Let's go. Was machen wir? Leute, ihr habt genau richtig gehört. Wir gehen jetzt ein Handy kaufen für Imani. Ja! Oh no! Meine Mütze! Wo ist deine Mütze? Vergessen! Nein! Mama, vergiss doch deine Mütze nicht! Einen Moment bitte! Imani, sind das deine Lieblingsschuhe? Ja, ich hab auch die Schuhe alleine. Du hast die Schuhe alleine angezogen? Schaffst du? Komm! Du schaffst das! Geschafft. Gib Check. Ich sehe kein Handy. Oh nein. Wir suchen Mann, ey. Okay, wir suchen Mann, ey. Ja, ich bin oben. Ganz oben ist auch kein Handy. Oh Mann. Ich muss dich leider enttäuschen. Hier gibt es kein pinkes Handy. Egal. Hast du etwas anderes gesehen, was du willst? Ja! Wir haben leider keinen Schraubenzieher, damit wir die Batterien reinmachen können. Aber ich glaube, Baba wird das schaffen. Wir fahren jetzt zu Baba, okay? Ja. Ich bin jetzt auch am Start. Was ist das Problem? Traurig. Du bist traurig? Warum bist du denn traurig? Was ist denn los? Na, das reparieren. Soll ich das reparieren? Ja. Was brauchen wir denn? Schraubenzieher. Schraubenzieher? Ja. Hab ich immer dabei. Juhu. Aber hast du auch Batterien? Ja. Mama, ich gebe dir Worte. Ja, gib mal die Batterien. Hier. Dankeschön. Batterie. Bist du bereit? Ja. Ich habe eine Überraschung für euch. Wir gehen jetzt zu Nike und du darfst dir aussuchen, was du willst. Hi, Baby. Ja, alles, was du willst. Leute, wir gehen jetzt zu Nike. Wir wurden eingeladen von unserem Bratanz. Und heute heißt es, der Laden gehört uns. Wir dürfen uns aussuchen, was wir wollen. Alles, was wir wollen. Warum? Weil Nike unsere Cousins sind. Luisa ist ein Superstar.
Der ist für Imani. Wir holen jetzt genau denselben für Mila. Jetzt ist Luisa dran. Ich glaube, sie hat schon alle Schuhe, Leute. Ich habe ihr eigentlich alle geholt, die ihr gefallen. Der ist eigentlich auch schön. Fertig. Das war ein guter Besuch bei unseren Cousins. Hey, wow. Hallo, Baba. Ich will alleine. Du willst alleine singen? Ja. Soll ich nicht mitsingen? Du nicht. Ja, okay, ich nicht. Leute, Imani ist leider ein bisschen krank. Imani, was ist los mit dir? Süßigkeiten gegessen. Du hast Süßigkeiten gegessen? Ja. Was hast du denn gegessen? Brot. Kannst du den Leuten sagen, was wir jetzt machen? Wir gehen Klamotten für Baby Nidal kaufen. Ihr habt richtig gehört. Bist du aufgeregt? Ja. Du weißt, Baby Nidal könnte jeden Moment kommen. Ich weiß. Magst du Baby Nidal? Nicht doch. Baby Nidal ist mein Bruder. Ich finde, man sieht Imani richtig an, dass sie krank ist. Hast du Schmerzen? Ja, hier. Willst du nach Hause? Nein. Eigentlich, wenn man krank ist, muss man nach Hause schlafen. Willst du nach Hause und schlafen? Nein. Was kaufen wir für Klamotten? Blau. Blau? Ja. Und was für Klamotten kaufen wir nicht? Rot. Okay, Leute, ihr habt gehört, wir kaufen blaue Klamotten, aber nicht rot. Du hast rot. Ja, du hast recht. Ich habe heute rot an. Was hast du heute an? Nicht rot. Ja, hast du recht. Nicht rot. Was hast du denn an? Eine Jacke. Komm, wir gehen los. Willst du auf meinen Arm oder willst du auf meinen Kopf? An deinen Kopf. Okay. Okay. Luisa, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo einen Profivertrag unterschrieben. Die sind ja viel zu riesig. Oh no! Und ich finde die auch nicht schön. Wollen wir ihm einen Ball kaufen? Ja. Was kann er da machen mit dem Ball? Fußball. Zeig mal wie. Ich zeig dir. Du kannst ja richtig schießen. Ich meine, du bist ein Hase. Wie macht ein Hase? Leute, Luisa glaubt, dass es heute soweit ist. Glaubst du, das ist das letzte Mal, dass wir zu dritt sind? Und in ein paar Stunden sind wir zu viert? Nicht in ein paar Stunden, aber kann sein, dass es heute Abend so losgeht. Heute Abend? Ja. Ich meine, die Mama sagt, es kann sein, dass heute Abend soweit ist. What's going on here? Ich glaube, sie versteht den Ernst der Lage nicht. Imani, komm mal her. Verstehst du, was ich dir sagen will? Kann sein, Baby Nidal kommt jetzt. Baby Nidal kommt jetzt? Ja, kann sein jetzt. Aber was machen wir, wenn er jetzt kommt? Keine Ahnung. Wenn er jetzt kommt, heißt, dass Mama jetzt ins Krankenhaus muss. Warum? Ja, weil er doch raus muss. Denkst du, ich hole ihn raus oder was? Warte. Mach dir keine Sorge. Hast du gehört? Mach dir keine Sorge. Wen holst du? Baby Nidal. Okay, Luisa, wir haben das Problem gelöst. Du musst nicht ins Krankenhaus. Imani will Baby Nidal holen. Hey. Guten Morgen, Leute. Mama krank. Ja, Imani ist leider krank und deswegen haben wir die Nacht nicht geschlafen. Ich glaube, wenn man alles zusammenrechnet, so 2 Stunden. Wo hast du Aua? Yeah. Imani hat Halsschmerzen und deswegen gehen wir jetzt Hustbonbons kaufen. Ja. Yeah. Komm her. Alles wird wieder gut, okay? Mach dir keine Sorgen, okay? Okay. Du wirst wieder gesund. Nein, 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 nein. Pass auf, pass auf. Okay, Mani, wo sind Halsbonbons? Hier, die blaue Packung einmal. Nimm mal die blaue Packung. Hallo Moto. Das sind die richtigen. Bon, bon. Warte kurz auf mich, ja? Noch nicht aufmachen. Leute, das habe ich gekauft.
Das sind Honigbonbons. Yeah! Darf ich auch einen nehmen? Ja. Here we go! Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass Nidal jetzt kommen wird, aber jetzt, wo Imani krank ist, kann er ruhig noch im Bauch bleiben, Leute. Wir fahren jetzt zum Frauenarzt. Wir gehen jetzt Baby Nidal gucken. Jetzt hat man wöchentlich einen Termin, um zu gucken, dass das Baby sich regelmäßig bewegt, ob der Herzschlag noch da ist, ob alles in Ordnung ist, ob die Geburt vielleicht schon losgeht. Deswegen geht man jetzt einmal in der Woche zur Kontrolle. Let's go! Books. Okay, Leute, ich bin jetzt am CTG und Imani guckt wieder Jindawi-Vlog. Hallo. Ey, wie war es eigentlich beim Frauenarzt? Alles gut. Der Frauenarzt kann mir aber nicht sagen, wann es genau losgeht, Nara. Das ist das einzige Problem. Er studiert sein ganzes Leben und das kann er dir jetzt nicht sagen? Nein. Imani, du hast doch gestern gesagt, dass du glaubst, er kommt heute. Was glaubst du jetzt? Wann kommt Baby Nidal? Morgen. Aber die haben mir gesagt, er sieht gut aus und wir haben ein Bild, endlich, ohne dass er seine Hand vor seinem Gesicht hat. Zeig. Wow. Er schläft, oder? Ja. Das sind seine Augen. Seine Nase ist gerade. Wie gerade? Natürlich ist sie gerade. Denkst du, er hat zwei Boxkämpfe gehabt, dass sie nicht mehr gerade ist, oder was? Aber es ist keine Stupsnase. Ach so, du meinst Stupsnase wie deine? Ja. Imani, was hast du für eine Nase? Pink. Pink? Baby. Wenn du groß bist, was willst du mal werden? Ein Baby. Ja, Mann. Schönste Antwort. Wenn ich groß bin, möchte ich ein Baby sein. Leute, dieses Leben ist leider vergänglich. Deswegen müssen wir jede Sekunde nutzen und dankbar sein. Weil ich glaube, wir wollen alle, wenn wir groß sind, wieder Babys sein. Hast du schön gesagt, Imani. Das war vielleicht der letzte Vlog ohne Nidal, Leute. Vielleicht ist er ab dem nächsten Vlog dabei. Wir freuen uns auf ihn. Und wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch. Seid eingeschlafen. Baby.